Am 11. und 12. Juni veranstaltete die Regiobahn ihr großes Sommerfest in Mettmann. Am Sonntag kam neben einem bunten Rahmenprogramm, was wir später noch kurz besuchen werden, auch ein Dampfzug zum Einsatz, der zwischen Düsseldorf und Mettmann 5-mal hin und her pendelte. Durchgeführt wurden die Dampfzugfahrten von der Firma Railflex. Zum Einsatz kam neben der 38 22 67 und dem historischen Wagenpark aus dem Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen noch die zu Railflex gehörende Diesellok der Baureihe G1206. Wir begleiten den Zug auf seiner Fahrt nach Mettmann nun zunächst über Düsseldorfer Stadtgebiet. Hinter Düsseldorf-Geresheim zweigt die Strecke Richtung Mettmann ab und steigt nun kontinuierlich an. Thank you.
Das alte Stellwerk von Neandertal an der östlichen Ausfahrt des ehemaligen Bahnhofs erinnert an längst vergangene Zeiten, als noch Formsignale und schwere Kalkzüge das Erscheinungsbild auf der Strecke prägten. Nach einer rasanten Fahrt durch den Regen befinden wir uns nun in Mettmann-Stadtwald, dem Endpunkt der Strecke für Personenzüge. Doch die Wiederaufnahme des Zugverkehrs bis Wuppertal soll Ende 2017 erfolgen. Wir schauen uns nun noch ein klein wenig auf dem Festgelände um. Viele sind vor dem Regen bereits geflüchtet und doch ist immer noch einiges los. Während man sich mit herzhaften Pommes versorgt, wird auf der Hauptbühne kräftig getrommelt. Dankeschön, das war's. Unser Programm etwa doppelt so lang wie geplant. Kommt alle nach vorne. Bitte auch alle Karate-Künstler und alle Kenjutsu-Schwertkampf-Künstler zum kurzen Finale. Holt euch euren Lohn ab. Gucken wir mal, wo sie alle noch rumlaufen. Da kommen sie, die Jungs und das Mädel vom Karate-Dojo Sandokan. So ist unser Name. Die Gruppe, Trommelgruppe heißt Sandaiko. Wir haben auch noch Tanzschulen, wer Hip-Hop, Breakdance und sowas lernen möchte, haben wir auch noch in Korschenburg, Karst und Düchen. Tanzschulen mit verschiedenen modernen Tänzen, genannt Dance for Art. Gruß, Reus! Dankeschön, tschüss! Wir widmen uns nun wieder der P8 mit ihrem Pendelzug, der nun wieder talwärts Richtung Düsseldorf unterwegs ist. Durch den Rückbau von Weichen und Gleisen auf der Strecke kann zwischen Düsseldorf-Geresheim und Mettmann-Stadtwald nicht mehr ausgewichen werden. Und so kam es hier und da schon mal zu leichten Abweichungen im Fahrplan. Dennoch konnten die Zeiten im Großen und Ganzen gehalten werden. Zum Abschluss unseres Besuches im Neandertal genießen wir jetzt nochmal den herrlichen Zweizylinderklang der 98 Jahre alten Preußin.